Einen Tag vor dem Wohngipfel der Bundesregierung hat Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD auf die Dringlichkeit der Thematik hingewiesen. Müller äußerte sich während einer Grundsteinlegung und eines Richtfestes in der Bundeshauptstadt. Wir erleben in Berlin exemplarisch, was in allen großen Städten eine Rolle spielt. Es kommen immer mehr Menschen in Berlin, das siebte Jahr in Folge 40.000 Menschen pro Jahr. Das bedeutet, wir brauchen Wohnen und die gesamte soziale Infrastruktur. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kitas, Schulen. Das ist eine Riesenaufgabe. Wir bauen alleine pro Jahr 12.000 bis 15.000 Wohnungen in unserer Stadt. Und das deckt gerade mal den Bedarf für die Menschen, die zusätzlich kommen. Mit Blick auf den anstehenden Wohngipfel kritisierte Müller die jüngste Personalentscheidung des Bundesministers des Inneren für Bau und Heimat, Horst Seehofer. Der hatte zuletzt einen Staatssekretär der SPD in seinem Ministerium in den Vorruhestand versetzt, um Platz für den geschassten Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zu schaffen. Ein fatales Signal, was es da auch aus dem Innenministerium gibt. Aus gutem Grund ist ja das SPD-Mitglied Gunther Adler Staatssekretär geblieben in einem CSU-geführten Ministerium, weil er ein anerkannter Fachmann ist und das ganze Thema Wohnen und Mieten von A bis Z beherrscht. Wenn so ein Mann entlassen wird von Herrn Seehofer zugunsten von Herrn Maaßen, ist das auch ein politisches Signal, nämlich, dass Herrn Seehofer dieses Thema nicht wichtig ist. Kritik gibt es auch an der Wohnungspolitik der Regierung insgesamt, so am Mittwoch vom Bundesdirektor des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. Wir sind der Meinung, diese Mieterhöhungsspielräume, die es bisher gibt, müssen drastisch gesenkt werden. Man darf höchstens um 10% innerhalb von 5 Jahren die Mieten erhöhen dürfen. Wir wollen, dass energetische Modernisierungen nicht mehr dazu dienen können, Leute aus ihren Wohnungen rauszuschmeißen, sondern sie sollen möglichst warmmietenneutral ausgeführt werden. Dann kann der bisherige Mieter in der Wohnung auch nach der energetischen Modernisierung wohnen bleiben. Die Wohnungspolitik soll für die Bundesregierung erklärtermaßen eine zentrale Rolle spielen. Der Wohnungsgipfel am Freitag im Berliner Kanzleramt soll einen Beitrag dazu leisten. Erwartet werden Vertreter von Verbänden, des Mieterbundes, des Architektenbundes und von Gewerkschaften.